Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Mittwoch, den 23.11.2022. Und ja, unser DAX, also kannst du ja schon gar nicht mehr mit angucken. Er steht jetzt 20 Punkte höher als gestern, gefühlt. Aber es sieht aus, wie als würde er springen. Es sieht aber nun halt auch nicht den ersten Tag aus, wie als würde er springen. Also eine vergleichbar starke Tagesabschlusskerze. Wir sehen hier im Tageschart, wie schon am Montag, eigentlich perfekte Vorlage, um oben rauszurennen halt, ne? Aber stellt sich schon knetendämlich an. Das muss man so einfach sagen, wie es ist. Das heißt, er muss halt auch jetzt liefern. Das heißt, Aufwärtsgap am besten offen lassen, dann kann er durchrennen bis 600. Solltet ihr das sehen, dass er ein Aufwärtsgap lässt, stehen lässt, er zuckt dann nach unten untergeordnet. Ja, also gehen wir in 2-Stunden-Chart über. Angenommen, er gapt jetzt hier über unsere Triggerlinie, lässt das Gap offen, arbeitet leicht nach unten zum Start und drückt sich dann auf weitere Tageshochs hoch. Bitte sofort aufpassen, dann kann er Übertreibungsbewegung einleiten in die 600 und auch 8,30, ne? 14,830, das ist erreichbar, 14,600. Sollte er aufwärts machen und direkt abverkaufen und tiefer fallen, auch deutlich unter 4,50 zurückfallen, rechnet einfach damit, dass sich die Range fortsetzt, ne? Also das gehört einfach dazu in der Range, dass auch Fehlausbrüche stattfinden, dass er öfters probiert, das haben wir auch hier schon mal gesehen, da war auch schon drüber, wir haben auch hier schon mal einen Stich draußen gehabt, hat auch nicht geholfen, ne? Also heißt jetzt nicht zwangsweise nur, weil es super gut aussieht, dass er auch raus muss. So vom Pattern her wird es schon auch passen. Es hat gleich die Tendenz zu einem steigenden, ansteigenden Dreieck. Ne? Wir haben die Tiefs, die leicht hochkommen. Das heißt, er kann hier wirklich gut nach oben raus knallen. Deswegen passt auf, wenn Aufwärtsgap offen lassen und er drückt dann neue Tageshoch rein, der kann dann richtig rennen. Aber wenn er einfach bloß wieder zurücksetzt, Range mit einplanen. Bitte, ganz, ganz, ganz wichtig, mit einplanen dann. Wenn wir das sehen, dass das neue Hoch eben nicht gestanden wird, dann läuft er wieder zurück in die 3,65. Ja, 3,65 hält auch die nicht, dann steht er wieder bei 300 und kaum können wir uns umsehen, sind wir wieder bei 14,200, 14,100. Dann geht es von hier wahrscheinlich auch erstmal wieder in die Mitte zurück. Ja, das heißt, auch wenn es jetzt erstmal positiv auf der Oberseite aussieht, dennoch ein bisschen Vorsicht, weil einfach. Ja, es wäre nicht untypisch für eine Range, wenn da noch ein Fehlausbruch einfach noch zusätzlich dazukommt. Ne? Das sieht man relativ häufig. Aber so es ist die perfekte Vorlage. Ja, aber das war es am Montag auch schon. Ne? Also auch das war hier perfekte Vorlage. Da hat man neues Hoch, da sind wir super rausgestanden und dann Abwärtsgap und nix. Ja, jetzt hier auch wieder Abwärtsgap gewesen zum Dienstag rein. Bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht. Ein bisschen kleines Theaterspiel hier, kleines schönes Schaustück. Aber grundsätzlich ist es auch sehr häufig, dass sich Range länger etablieren, als man das anfangs glaubt und Leute immer wieder da sitzen und jetzt denkt, jetzt kommt der Ausbruch, jetzt kommt der Ausbruch, jetzt kommt der Ausbruch und der zieht sich dann nur wieder zurück. Ne? Wenn er kommt, wenn wir wirklich Ausbruchsverhalten sehen, das heißt, er drückt sich hoch, schiebt weitere Tageshochs nach, dann nehmt ihn auch an, ne? Dann sagt nicht, nee, das muss jetzt aber eine Range werden, sondern dann hat er wirklich Potenzial, auch den Ausbruch zu laufen. In der Situation, also in der Chartlage, in der er steckt, hat er das Zeug weiter zu steigen. Natürlich ohne Frage. Wir haben bloß jetzt hier die letzten Tage schon deutlich gesehen, dass sich dabei halt massiv Durchschnitt anstellt. Ne? Und deswegen kann das durchaus auch passieren, dass wir am Mittwoch, ich sag mal, Tagesschluss kriegen bei 3,85. Es wäre genauso wenig verwunderlich, ne? Wenn man einfach die letzten Tage hier mal mit als Maßstab nimmt. Ja, also für mich eigentlich, man kann schon sagen, die ersten 1, 2 Stunden sind fast maßgeblich. Also von 8 bis 9, von 9 bis 10 und dann ist eigentlich der Tag bestimmt schon entschieden. Und ja, richtet sich ein bisschen, wie kommt er rein? Ne? Wie startet das Gap? Wie hält er das? Wie verteidigt er seine Bewegung? Auch dieses ruhige Bewegungsverhalten, was wir momentan haben, diese geringe Volatilität, das ist tendenziell eher dafür geeignet, oben weiter rauszulaufen. Ne? Das sieht man auch sehr häufig in bulligeren Bewegungen, dass der Markt einfach so unheimlich ruhig wird und so träge und langsame Bewegungen macht. Wir haben den Abwärtstrend gebrochen, ja, hatten den dann nochmal per Pullback bestätigt, sind rausgelaufen, hätten ohnehin hier oben noch so ein Bewegungsziel um 14.800 rum. Ja, das sind die alten Tiefs hier aus dieser, ich sag mal, Ende 2021 Phase, wo wir hier so unheimlich lange immer wieder von oben auf die 14.800 draufgestellt haben. Das war ja auch sehr, 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 sehr ausgiebig. Immer wieder die Leute gedacht, der geht runter, immer wieder ist er wieder hoch zurück. Also das ist, denke ich mal, nochmal ein sehr, sehr, sehr wichtiger Bereich, der dann da auch angelaufen werden dürfte, wenn er weiterzieht. Und das Potenzial hat er zum Mittwoch. Ne? Aber ich würde es nicht zu sicher nehmen. Also
Ne, das ist bei Range immer so. Das, man denkt immer, ah, jetzt endlich. Und am Ende steht man plötzlich trotzdem wieder mitten in der Range drin. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen genau hingucken, wie die ersten 2 Stunden reinkommen. Und ja, das ist es eigentlich. Ja, wir haben drüber gesprochen, wo sind die Unterkanten, wohin läuft er zurück. Das bleibt auch so. Oben die Ziele sind auch klar. Ja, erzählen ja letztendlich seit Tag nichts anderes. Von daher, lass mal reinkommen. Lass mal reingucken, gucken uns an, wie er Mittwoch startet. Und in der Hoffnung, macht jetzt nicht gleich Skip hoch an die 14.800. Das wäre ein bisschen gemein. Aber so weit wird es nicht kommen. Ja? Gut, okay, dann würde ich sagen, können wir hier schon zumachen. Wünsche euch viel Erfolg am Mittwoch. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.